Zeitraum, auf den wir uns da geschichtlich beziehen, ist zwischen 1550 und 1650 ungefähr, also liegt in der frühen Neuzeit. Und in dieser Zeit, hier wie auf unserer Timeline zu sehen, fanden die Prozesse, die heute noch belegt sind in Flensburg, eben statt. Wir haben den ganzen Rundgang in Form dieser Rolle dokumentiert, wo wir die verschiedenen Stationen angelaufen sind und die Hintergründe erläutert. Zum Beispiel einfach die Umweltbedingungen, die damals herrschten, war eben die kleine Eiszeit, der Klimawandel. Ich arbeite als freischaffende Künstlerin mit dem Schwerpunkt Textilkunst und Performance Art. Ich bin bildende Künstlerin. Ich mache unter anderem Metallskulpturen und arbeite sehr gerne mit Fotografie. Und dazu habe ich so seit über 20 Jahren das Glück, dass ich meine eigenen Werke, also meine Zeichnungen, unter die Haut von Menschen bringen darf. Also ich fertige auch Tätowierungen an. Während unseres ersten künstlerischen Stadtspaziergangs 2017 haben wir die Skulptur Stück für Stück von Station zu Station getragen. Heute wandert unsere Skulptur von Ort zu Ort innerhalb der Flensburger Innenstadt und das soll sie auch weiterhin tun, bis unsere Forderung nach einer Rehabilitierung durch den Beschluss des Flensburger Rates, bis die erfolgreich ist. Ja, Elke und mich verbindet ein Interesse, andere Menschen anzuregen zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel eben stadtgeschichtlichen Themen, eine Haltung zu entwickeln. Und ich würde auch sagen, uns verbindet auch ein gewisser Forscherdrang. Es ist immer wichtig, in das Geschehen aus der Vergangenheit und auch aktuell einzutauchen und genau zu recherchieren, was in der Vergangenheit passiert ist und diese geschichtlichen Bezüge mit in die aktuelle Arbeit einzubeziehen. Ja, unsere künstlerische Arbeit findet hier auf der Bonniswand statt. Die gibt es seit 10 Jahren, liegt eben auch direkt im Bahnhofsumfeld. Aufgrund von städteplanerischen Maßnahmen ist die Zukunft der Bonniswand ungewiss. Die Bonniswench ist mehr als ein Atelier, sondern sie ist ein Ort, der Kunst, Kultur, Leben und Wohnen und auch Natur miteinander verbindet.